Leitstelle von Kalf. Leitstelle hört. Wir sind erst bei dem Waffengeschäft, von dem der Notruf kam. Wo bleiben die Kollegen? Die sind jeden Moment da. Michael, ich muss da rein, wir haben keine Zeit. Du kannst doch nicht... Philipp, warte, Mann, verdammt nochmal. Polizei, stehen bleiben! Hey, mach keinen Blödsinn, die Waffe auf den Boden. Die Waffe auf den Boden. Auf die Knie. Und jetzt leg dich hin. Leg dich hin, verdammt nochmal. Okay, Kollegen, übernehmt. Philipp! Philipp, verdammt, wo steckst du? Philipp? Ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig. Alles klar, ganz ruhig. Kommen Sie, können Sie aufstehen? Okay, kommen Sie. Alles wird gut. Draußen sind die Kollegen, wir haben einen Täter festgenommen, ja? Und der andere? Das waren zwei Täter? Ein Mann und eine Frau. Okay, den Mann haben wir. Wo ist die Frau hin? Mein Kollege? Okay, laufen Sie raus. Laufen Sie raus. Mann, Philipp, wo steckst du? Meld dich bei mir. Michael? Ich habe ein Auto wegfahren gehört. Die waren ziemlich schnell unterwegs. Bin sofort hin und hab's gerade noch um die Ecke fahren sehen. Das wird das Fluchtfahrzeug gewesen sein. Hast du das Kennzeichen? Nicht ganz. München AX. Mehr habe ich nicht gesehen. Graues Fahrzeug, Modell, keine Ahnung. Ja, das ist ja schon mal was. Wir brauchen hier auf jeden Fall die Spurensicherung. Und drin bei einem Waffenladen, da gibt's mit Sicherheit auch Kameras. Mhm, die gibt's, aber die haben die Täter zerschossen. Ach, scheiße. Gut, dann konzentrieren wir uns erstmal auf das Fahrzeug. Vielleicht hat diese Frau Philipp in ihrer Gewalt. Was mit ihm? Habt ihr den schon befragt? Mhm, aber der sagt nichts. Aha. Mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Von Ihnen möchte ich gerne den Namen wissen, von der Frau, mit der Sie das hier durchgezogen haben. Mein Junge, für dich ist die Messe sowieso schon gelesen. Du kannst deine Karten nur noch verbessern, indem du mit uns zusammenarbeitest. Also, wie heißt diese Frau? Ich weiß nichts von der Frau. Ich war allein hier. Was willst du von mir? Hallo. Bring sie ins Präsidium. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Philipps Handy ist immer noch aus. Keine Ortung möglich. Aber der Fluchtwagen wurde gefunden. Der wurde vor 2 Tagen als gestohlen gemeldet und wurde in 3 Kilometern Entfernung zum Tatort in der Seitenstraße gefunden. Das ist Frau Bremer, die Angestellte aus dem Waffengeschäft. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch. Danke. Wie geht's Ihnen? Es geht so. Ich hab's alles noch nicht ganz verarbeitet. Ist noch wie im Film. Verständlich. Erzählen Sie einfach, was passiert ist. In meinen Laden sind plötzlich 2 maskierte Täter gestürmt. Ein Mann und eine Frau. Die haben mich auch gleich mit einer Waffe bedroht. Und haben dann eine Tasche auf den Tresen geschmissen. Ich soll alle Munition und Waffen einpacken. Ich habe aber Gott sei Dank vorher noch geschafft, den Alarmknopf unter dem Tisch zu drücken. Und das hat die Täterin allerdings bemerkt und hat mir dann mit der Waffe auf den Kopf geschlagen. Und dann bin ich bewusstlos geworden. Sie machen das sehr gut. Was ist dann passiert? Dann, als ich aufgewacht bin, war ich dann in der hinteren Ladenecke, gefesselt schon. Und ich habe auch nichts mehr gesehen, nur noch gehört. Und ich habe gehört, dass ein Polizist reinkam und die Täterin ihn mit Philipp angesprochen hat. Was? Die Frau kannte unseren Kollegen? Ja, und er kannte sie auch. Und es ging dann auch alles relativ schnell. Es sind dann alle gleich rausgestürmt.
Ist Ihnen sonst noch irgendwas aufgefallen? Eigentlich nichts mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass hinter der Maske der Frau rote Haare vorgeblitzt sind. Okay, dann danke Ihnen erst vielmals. Mhm. Kommen Sie. Tessa? Könntest du sie nach draußen begleiten? Danke dir. Die zwei haben sich also gekannt? Was hat das denn zu bedeuten? Keine Ahnung, Tani. Vielleicht hat die Frau Philipp niedergeschlagen und entführt, weil er sie erkannt hat. Na, vielleicht ist aber auch was ganz anderes passiert. Ja, aber was denn? Micha hat auch gesagt, er ist zielgerichtet in den Laden hineingestürmt. Fast so, als wüsste er, was ihn da erwartet. Oder wer? Na, schon mal so viele Knarren auf einen Haufen gesehen? Dauert nicht mehr lange, dann sind wir hier weg. Lief zwar nicht alles wie geplant, aber so schlecht läuft's doch gar nicht. Stimmt. So schlecht läuft's gar nicht. Stamm? Warte kurz, ich mach dich auf laut. Jo, hi. Ich bin noch draußen in der Gegend, wo der Fluchtwagen gefunden wurde. Ich gucke ja mit den Kollegen, ob es irgendwo private Überwachungskameras gibt, vielleicht in der Einfahrt oder so. Gab's irgendwelche Kampfspuren im Auto? Blut? Nee. Aber die Auswertung der DNA-Spuren aus dem Fahrzeug läuft bereits. Ich habe den Kollegen gesagt, sie sollen Gas geben und die Ergebnisse sofort zu euch bringen. Alles klar, danke dir. Die Ergebnisse aus dem Labor sind da. Da hat mich aber richtig Stress gemacht. Sieht so aus. Also, im Auto wurden verschiedene DNA-Spuren gefunden. Zwei konnten identifiziert werden. Eine davon gehört zu Philipp. Und die andere? Die andere? Gehört zu ihr. Das ist die Vorbestrafte Annika Kerber, eine ehemalige Polizeischülerin, die mit Philipp gemeinsam die Ausbildung absolviert hat. Scheiße. Die beiden kennen sich also doch. Haben wir eine Mailadresse von der Frau? Fehlanzeige. Ohne festen Wohnsitz. Nachdem sie ihre Bewährungszeit beendet hatte, ist sie wohl eine Zeit lang als Backpackerin durch Südamerika gereist. Scheiße, Philipp kennt die Frau anscheinend doch. Aber unser einziger Komplize ist momentan Mirko Schäfer. Ja, der spricht nicht. Ach du Scheiße. Mein Komplize Mirko gegen deinen Kollegen. Übergabe Waldstück Ecke Espenweg Händelstraße heute um 16 Uhr. Scheiße. Wenn wir Philipp da rauskriegen wollen, dann müssen wir auf diesen Handel eingehen, Dani. Zeit für Plan B. Was ist denn Plan B? Ich hol Mirko jetzt da raus und dann sind wir drei hier weg. Unsere Leute sind hier überall postiert, ja? Check mir immer, ob du mich hören kannst. 1-2, 1-2, 1-2. Ja, passt, ich höre dich. Okay, alles klar. Wenn sie kommt, dann hältst du dich im Hintergrund, aber so, dass sie dich sehen kann, okay? Okay. Alle auf Position. Alles klar bei euch? Ja, hier auch alles unauffällig bislang. Niemand zu sehen. Bei mir ist auch nichts. Ich bin gespannt, ob diese Kerber wirklich kommt. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Micha. Na, warten wir es ab. Achtung, es nähert sich ein dunkler Wagen aus Richtung Händelstraße. Kennzeichen München, Juliusquelle 534, weibliche Fahrerin. Ja, wir sehen das Fahrzeug. Das könnte sie sein. Jeder bleibt auf Position. Polizei! Das Gewehr auf den Boden! Auf den Boden damit! Was ist hier los? Ich habe nichts getan. An den Wagen, Hände aufs Dach und ruhig bleiben. Durchsuch die Karre. Wer sind Sie? Ich bin Miriam Pullmann.
Bezirksjägermeisterin hier. Ich kann mich ausweisen. Dann tun Sie das aber schön langsam. Schön langsam. Wir suchen jemanden, aber offensichtlich nicht Sie. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Das war sie nicht. Damit ist die Übergabe geplatzt, denke ich. Scheiße, was ist mit Philippa?